Ja, hallo, hier ist der Rohpotologe. Tag auch. Anni Brune ist beim Waldfegen e.V. heute dabei. Die haben ja aufgerufen für die Bottropper. Bitte sammeln. Heute machen wir den Wald, den kölnischen Wald, ein bisschen sauber. Ne? Das heißt, man geht rein. Da sind ganze Familien mit Kindern, die einfach mal vorhaben, den Wald ein bisschen sauber zu machen, bevor hier wieder Blüten überall sind und man gar nicht mehr durchkommt. Ihr seht ja selber, hier sind ohne Ende auch Brombeeren hier und da. Das ist natürlich auch schön für die Vögels. Ne? Aber ich habe jetzt gerade auch was gefunden und der Eimer ist jetzt fast voll. Ne? Jetzt bin ich hier bei einer Stelle und das zeige ich euch, weil es geht um Weihnachten. Wie ihr seht, habe ich hier einen Eimer schon fast voll. Da habe ich auch eine Flasche gefunden. Ne? Die habe ich nicht selbst mitgebracht. Die hat jemand da ins Wasser geschmissen. Und hier seht ihr so ein Zeug aus Kunstfasern. Das lag jetzt mal hier so drin im Waldstück und ich konnte es zum Glück erkennen, weil ist schön braun darunter noch vom Herbst, ne? Und da seht ihr die Kunstfasern, die ich entdeckt habe. Und das sind so Fasern, die wandern dann nachher im Meer rein. Also wenn man jetzt bedenkt, wie oft hier der Sturm war, das wird wahrscheinlich von der Weihnachtsdeko sein, von irgendwoher hier hingeflogen sein und dann trägt der Wind das nach irgendwann über dem Fluss ab ins Meer. Und natürlich ist die Weihnachtsdeko draußen sehr schön, aber auch natürlich, wenn man so diese Kunstfasern sieht, sehr umstritten, wenn der nächste Wind kommt. Sollte man sich nochmal überlegen, ob man Kunstfasern wirklich draußen als Deko macht, eher würde ich für drin plädieren. Nur mal so ein Aufruf, damit sowas nicht im Wald und nachher im Meer landet. Das war jetzt hier alles verstreut. Da seht ihr nochmal, hier habe ich noch was gesehen, was ich vorhin übersehen habe. Da ist auch nochmal so ein kleines bisschen. Ne? Also hier muss man echt schon ein bisschen suchen, weil hier sehr viele Blätter sind. Aber wie gesagt, der Eimer ist voll und ich bin gerade eine halbe Stunde unterwegs. Da kann man sagen, er ist ja nicht viel. Naja, es ist ein bisschen schwierig hier auch bei dem braunen Blättern alles zu finden. Mehr kriegt ihr gleich zu hören. So, ich denke, ich habe die schönen Kunstfasern alle zusammengekriegt. Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass hier noch irgendwo unter den Blättern irgendwas rumfliegt. Aber nochmal Hinweis, Vögel nutzen das vielleicht für Nester. Aber es gibt Tiere, die essen und das vielleicht, warum auch immer, und können dran ersticken. Also Leute, einfach nur den Hinweis. Ich bin gelernter Fähr- und Entsorger, Fachrichtung Abfalltechnik. Ich kann nur sagen, für draußen Deko keine Kunstfasern bitte. Einfach aus Rücksicht auf die Natur und die Tiere. Danke. So Leute, mein erster Eimer ist voll. Und da kommt er rein. Mal sehen, weiter geht's. Jo Leute, das ist jetzt so, zweiten Eimer habe ich zwar nur, aber den zweiten Eimer, da hat wohl jemand sein Äffchen verloren. Entweder beim Wind oder beim Laufen hier. Und wenn ihr da hinten die Jogger seht, da hinten, das sind ungefähr 100 bis 200 Meter, da ist alles so weit gewesen. Und meistens liegt das dann hinter irgendeinem Gestrüpp, da liegt dann Styropor und ja, so kleine Affen. Ich werde jetzt hier nur so Kleinigkeiten sammeln, da sehe ich schon wieder was. Ja, und dann ist schon wieder vorbei die Zeit. 2 Stunden haben wir gesagt, 2 Eimer voll bis oben hin. Immerhin. Und ich bin weit weg von den Leuten. Ich weiß ja, wo man suchen muss. Jo, da seht ihr, der Eimer ist voll bis zum geht nicht mehr. Auf dem kleinen Stück da, was ihr da seht, das sind ungefähr 100 bis 200 Meter, ne? Rechts, links, ohne Ende und ich komme nicht mehr klar mit dem Eimer. Also ich denke mal, auf dem Waldstückbereich werdet ihr noch viel, viel mehr entdecken an Müll. Aber man muss ja den Leuten nicht immer nur Böses wollen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Ritterschokolade hier auf dem Weg gegessen wird. Das kann auch sein, dass das mal aus dem Mülleimer fliegt bei Wind. Ne? Wir hatten ja die Stürme letztens. Und da kommt das ja auch schon mal vor, dass einiges so in die Landschaft fliegt. Kann man nichts machen, ne? Aber wir sammeln das ja auf. Dafür ist Waldfegen da. Und jetzt gleich führe ich mein Interview mit einer der Damen und erzählt uns ein bisschen über Waldfegen, den Verein in Bottrop und was man noch bewegen möchte. Jo, hier ist der Rohpotologe an dem Brune nochmal, ne? Wir sind ja hier auf dem Parkplatz Lindhorststraße an den Stadtteichen von Bottrop und da haben wir so viel gesammelt. Container ist fast voll und den König der Löwenaffen, den haben wir auch mit der Peitsche gefunden.
ist jetzt Maskottchen von heute. Die hatten auch schon Einhorn und was weiß ich alles noch gefunden. Naja, also ist schon reichlich gefunden. Dumm geschossen haben wir auch gehabt hier, aber ohne Knarre, nur die Verpackung. Und jetzt gehen wir mal rüber. Da seht ihr dann hinten im Hintergrund, das ist der Verein Waldfegen e.V. Und da werde ich jetzt mal die Carmen interviewen und die erzählt so ein bisschen, weil ich will wissen, ob das auch über die Grenzen von Bottrop hinaus ist. So, hier bin ich an dem Stammtisch von Waldfegen e.V. und hier seht ihr, bisher ist gesammelt worden, 2019 angefangen, fast 10 Tonnen. Ich glaube, die haben wir heute zusammen, ne? Würde ich mal so sagen, bis 2022. Und das ist die Carmen, sag mir nochmal deinen Nachnamen. Hallo, ich bin Carmen Böhm aus Bottrop. Genau, und du bist einer der Mitbegründerinnen oder die Initiatorin von Waldfegen e.V.? Genau, so ist es. 2019 losgelegt, alleine und einsam im Wald gestanden. Ganz alleine. Ganz alleine. Ohne Familie? Ohne Familie, ohne Freunde. Hast gesagt, die Dumm-Dumm-Geschosse, die sammle ich jetzt mal hier auf. Genau, ich habe alleine angefangen und irgendwann kamen die Zeitung und das Radio auf mich zu und haben das ein bisschen bekannt gemacht. Ja. Und plötzlich standen beim ersten Termin knapp 40 Leute hier, wow, die da mitgeholfen haben. Und so hat sich das jetzt mit der Zeit einfach entwickelt, dass wir tatsächlich mindestens immer 40 Leute da haben. Mindestens. Die mindestens. Heute sind 6 neue dazugekommen, wie ich gehört habe. 6 neue Mitglieder. Genau. Und ihr beschränkt euch natürlich auf Bottrop, ihr habt euch hier gegründet. Wir haben uns hier gegründet, genau. Mhm. Wir sind natürlich auch schon an Grenzen von Oberhausen gewesen oder Gladbeck und haben auch dort gesammelt. Mhm. Als Beispiel, in Gladbeck letztes Jahr haben wir zusammen mit der Sammlung in Bottrop 2 Tonnen gesammelt und haben gesagt, okay, das ist etwas, was man ausweiten könnte. Mhm. Und unser Ziel ist natürlich, dass sich das herumspricht und dass wir vielleicht auch Leute finden, die in anderen Städten unter dem Namen Waldfegen aktiv werden möchten. Mhm. Mal so gucken, da steht es da. Das ist euer Logo. Ganz genau. Wunderbar. Aber im Moment ist nur Gladbeck so, da sind Gladbecker interessiert mitzumachen. Die sind aber jetzt nicht im Verein oder sind die auch im Verein? Wir haben ganz viele Leute aus verschiedenen Städten. Ja, doch schon. Ja, tatsächlich. Also aus Gladbeck, aus Oberhausen. Ja. Also ja, alles, was so hier in der Umgebung ist, eigentlich ja. Okay, Gelsenkirchen. Ich bin der einzige Bochumer. Aber. Du bist der einzige Bochumer. Du hast eine Einzelstellung. Eine einmalige Stellung. Und habe auch einen Affen von heute gefunden. Genau. König der Löwen war es nicht, aber der Partner. Genau. Okay. Ja, und eure Zukunft, wie siehst du die jetzt so? Sagst du mal so, sollte wohl in allen Städten auch Waldfegen e.V. Begründet werden, dass ihr da koordinieren von Bottrop aus? Wir machen an einem Tag einmal im Monat. Ihr seid immer einmal im Monat, den letzten Sonntag für 2 Stunden. Ihr kriegt da von der Best, das ist hier Bottroper Müllabfuhr, die stellt euch einen kleinen Container zur Verfügung, wie wir im Bild gerade gesehen haben. Und das könnte man ja auch in jeder Stadt da machen. Das könnte man in jeder Stadt machen. Jede Stadt hat ja eine Entsorgung. Genau. Und ja, entweder jetzt wie die Best, die uns einen Container stellt, oder in Gladbeck zum Beispiel, die haben dann einen, in Oberhausen, die haben einen Container besorgt für uns, die Stadt. Und in Gladbeck ist das, glaube ich, die ZBG, die uns da einen Container stellt. Netterweise. Kostenlos, also kostenlos, genau. Sonst würden wir auch gar nicht wissen, wohin mit allem. Und es ist natürlich einfacher, das direkt in einen Container zu packen, als das in vielen Müllsäcken, die ja wieder Müll machen, erst zu sammeln und dann abholen zu lassen. Ja. Das ist so natürlich einfacher. Und nochmal zurück an den ersten Tag, wo du alleine warst. Hast du vorher schon der Presse irgendwie mitgeteilt, ich gehe jetzt alleine durch den Wald? Nein. Ich habe Langeweile. Gar nicht. Wie ist das so an die große Glocke gekommen? Ich wohne in der Nähe vom Wald und bin halt immer mal mit dem Hund spazieren, wie man das so macht. Mhm. Und mir ist der Müll aufgefallen. Und ich habe immer ein bisschen Müll gesammelt, habe eine kleine Tüte dabei gehabt. Ja. Aber das ist natürlich ein Fass ohne Boden gewesen. Ja. Und ich habe mir gedacht, nee, es muss doch auch andere Leute geben, die das stört. Also habe ich dann erstmal über meine private Facebook-Seite einen Aufruf gestartet. Wer Lust hätte, mit mir hier mal im Wald spazieren zu gehen und ein bisschen Müll zu sammeln, der soll sich an Tag X einfach hier auf dem Parkplatz treffen und dann ziehen wir einfach mal los. Mhm. Und ich stand hier erst allein und habe gedacht, oha, okay, es kommt niemand. Und dann kam aber tatsächlich eine junge Frau mit ihrem Sohn. Mhm. Und darüber habe ich mich schon super gefreut. Und naja gut, das war jetzt relativ kurzfristig. Nächstes Mal ziehst du es ein bisschen anders auf. Und dann kam natürlich das Radio und die Zeitung. Und dann hatte ich natürlich das Glück, dass sich das sehr, sehr schnell rumspricht. Ne? Also seid ihr eigentlich zu zweit ins Radio gekommen?
Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja genau. Nein, ich war total happy, dass diese junge Frau mit ihrem Sohn gekommen ist. Ja. Das war halt dann so der Startschuss. Und ja, irgendwann, da waren halt immer Leute, die immer wieder gekommen sind. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir denn wachsen? Wie können wir was Größeres draus machen? Ja. Wir wollen was bekannt machen. Das können wir eigentlich nur machen, wenn wir einen Verein gründen. Ja. Und dann haben wir uns auch dazu entschieden. Aber hat ja auch so genug zusammen. Genau. Sieben braucht man, ne? Sieben braucht man. Mhm. Richtig. Und Zweigstellen ist ja dann kein Problem. Man kann im Verein sein und sagen, hier, Waldfegen e.V. Bochum zum Beispiel. Genau. Wir gehen jetzt auch mal da am Tippelsberg und machen den mal sauber und fertig. Genau. Genial. Aber Waldfegen, wie bist du auf den Namen gekommen? Durch meine Schwester. Okay. Ich habe einen Namen gesucht. Ich gesagt, der soll nach Möglichkeit deutsch sein, damit auch ältere Leute oder damit sich jeder da irgendwie mit identifizieren kann. Identifizieren kann, ja. Und habe mit meiner Schwester zusammengesessen und habe gesagt, okay, wie nennen wir es denn? Ja. Und da kam nur rausgeschossen, Waldfegen. Ja. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Waldfegen finde ich super, passt. Und haben wir auch gar nicht mehr weiter gesucht nach einem anderen Namen. Und ich finde, der passt eigentlich auch ganz gut, wie die Faust aufs Auge. Der stammt ja aus Finnland. Das weiß ich nicht. Ja, die Finnen haben damit angefangen. Ehrlich? Die sind ja mit einem Besen durch den Wald. Mhm. Und Trump hat sich lustig drüber gemacht. Er hat gesagt, aha, die Finnen sind ja doof. Die gehen mit einem Besen durch den Wald und machen den sauber. Wie blöd kann man denn sein? Und dann haben die Finnen sich erst recht aufgebauscht und sind dann zusammen, ich weiß nicht wie viele Tausende, dann extra wegen Trump in den Wald und haben gesagt, ja, wir machen wenigstens sauber. Ja. Solltest du bei dir zu Hause auch mal machen. Ja, absolut. Die Finnen haben es mit Humor genommen und das ist da eine Welle gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, ihr seid da so auf den Namen gekommen. Hat sich einfach so entwickelt. Das hat sich einfach so aus einem Gespräch mit meiner Schwester entwickelt. Ja. An dieser Stelle vielen Dank, wenn sie sieht. Also ja. Sie ist die Namensgeberin. Na, guck mal. Von dem Glückwunsch. Verein. Danke. Glückwunsch an Susanne. Entschuldigung, ja, also die hat den Namen gegeben und ich finde, der passt einfach total gut. Absolut, absolut. Wir gucken jetzt nochmal einmal hier drüber. Da habt ihr ja hier auch schon mal geschrieben, 2021. Ja, das ist hier eure hier eine Agenda sozusagen, genau, Übersicht, was Agenda, ihr bis jetzt gemacht habt. Was wir schon alles gemacht haben, das ist halt, dass man uns mal kennenlernt auch. Ne? Wir sind überhaupt, das ist der Vorstand. Der Oberhaupt sozusagen, genau. Ehrenamtsurkunde, also unser Bürgermeister hat sich schon oft bei uns bedankt. Aber selber war der noch nie hier? Nein, der war noch nicht hier. Aber keine Zeit, muss wohl mehr joggen als sammeln. Ne? Aber er sammelt tatsächlich auch selber in seiner Gegend. Ist doch gut. Da haben wir mal aufgeschrieben, wo wir immer waren und wie viel wir gesammelt haben. Und dann kommen jetzt die ganzen Zeitungsartikel und Informationen. Da ist schon einiges zusammengekommen, wo so über uns berichtet worden ist. Guck mal, das kann ja noch Wellen schlagen im ganzen Pott. Deswegen bin ich ja auch hier. Damit ich ein bisschen mehr bewege, über die Grenzen hinaus sozusagen. Ne? Ihr kriegt auch desinfizierte Stifte, dann könnt ihr euch eintragen. Hier, das ist hier der Aufnahmeantrag. Ne? Einfach ausfüllen, SEPA und dann geht's los. 11 Euro ist der Beitrag? 12 Euro. Also 1 Euro im Monat ist Mindestbeitrag. Das heißt 1 Euro Mindestbeitrag im Monat, das ist ja nichts. Wird am Anfang des Jahres fällig. Ja. Wer möchte, kann natürlich auch mehr bezahlen, aber 12 Euro Jahresbeitrag für unseren Verein. Das ist ja genial. Das ist ja nichts. Davon, ich denke auch, also wir wollten es so machen, dass es sich auch sehr viele Leute einfach leisten können, bei einem Verein dabei zu sein. Und wir wollen ja keinen Gewinn machen oder so. Nee, aber es geht um die Aufmerksamkeit. Wenn ihr jetzt mal so ein Plakat macht hier, das kostet ja auch Geld. Genau. Ne? Oder hier, damit man mal erkennt, wer du bist. Ne? Da steht der Kam räumt auf, aber die hat heute gar nicht aufgeräumt. Die stand hier nur am Tisch und labert hier rum. Es ist ja einfach, am Anfang waren immer nur 3-4 Leute, immer früher da waren, immer aufgeräumt haben, immer organisiert haben, die Leute verteilt haben. Jetzt sind wir mittlerweile schon mehr Leute und dann kann man manche Sachen auch einfach mal abgeben. Ja, muss ja auch sein. Weil es ist ja nicht nur Müll sammeln, es ist ja einfach auch Organisation, die richtig da drin steckt. Genau, du gehst dahin und ich trinke mir ein. Genau. Genau. So. Ja, letzter Blick hier. Da ist der Rest der Bande. Hallo. Hallo. Und da sind auch Reste, die hier geholfen haben heute. Und ich würde mal sagen, wenn du noch ein Schlusswort hast, möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße alle, Schwester, die mitgemacht haben. Nein, natürlich grüße ich alle Bottropper, alle Wunschbottropper und alle, die mitgeholfen haben. Und ich sage ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Gerne. Und jetzt grüßen wir auch alle Ruhrpottler, die gerne mitmachen wollen. Selbstverständlich. Vielleicht bewegen wir ja noch ein bisschen mehr von Wesel bis Hamm.
Schauen wir mal. Genau. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Am nächsten Mal ist, warte. Am 27. März, wieder ein Sonntag. Ja. Und zwar auf der Horsterstraße in Gladbeck, an der Grenze zu, nein, Entschuldigung, an der Horsterstraße in Bottrop, an der Grenze zu Gladbeck. Genau da, wo Ostermann ist, ne? Genau. Zur Orientierung da, die zur Ecke Orientierung, ist ja. Orientierung, ein bisschen weiter über die 224 drüber und dann ja, auf der linken Seite, da stehen wir. Und da ist ja auch ziemlich versaut durch die B224. Ich denke mal, da werden wir einen größeren Container brauchen, gehe ich mal von aus. Da haben wir zwei Container. Na, siehst du? Guck ich mal, dass ich dabei bin. Und am 22. April ist Mitgliederversammlung, habe ich gehört. Genau. Ne? Und wer also noch Mitglied wird, der genau, darf dann auch bei uns in der Mitgliederversammlung saufen. Saufen? Wie sich das gehört. Aber die Gläser sammeln und nicht irgendwo in die Landschaft werfen. Nein, natürlich. Ich danke dir, Carmen. Sehr gerne. Bis nächste Mal. Bis bald. Ja, Leute.